Kapitel 1. Warum wurde Mr. Snicketts Tod in der Zeitung veröffentlicht? Wer hat das gemacht? Der Tagespedant. Alle Nachrichten, die mit Druck veröffentlicht werden müssen. Todesanzeigen. Lemony Snicket, Autor und Flüchtling. Lemony Snicket, Autor von einer Reihe betrüblicher Ereignisse, den angeblich wahren Chroniken der Baudelaire-Kinder, wurde heute von anonymen und wahrscheinlich unzuverlässigen Quellen für tot erklärt. Sein Alter wurde als groß mit braunen Augen angegeben. Er hinterlässt keine bekannten Überlebenden. Eher auf einer Rinderfarm als in einem Krankenhaus geboren, hatte Snicket eine vielversprechende akademische Karriere, beginnt mit einer Stelle als theatralischer Kritiker, im wahrsten Sinne des Wortes, für genau diese Zeitung, gefolgt von der Veröffentlichung von verschiedenen vielversprechenden anthropomorphischen Abhandlungen, ein Wort, das hier bedeutet, sehr lang berichten. Diese Phase des beruflichen Erfolgs und angeblich unerwiderter Liebe endete, als eine Verwicklung mit FF bekannt wurde. Der zugehörige Skandal wurde in eben diesen Seiten berichtet. Mr. Snicket wurde ein Justizflüchtling und wurde nur noch selten in der Öffentlichkeit gesehen und wenn, dann nur von hinten. Mehrere Suchaktionen und aufgrund eines Schreibfehlers Buchauktionen waren ohne Erfolg. Jedenfalls scheint die Baudelaire-Geschichte und seine nun beendet zu sein. Da niemand zu wissen scheint, wann, wo, wie und warum er starb, wird es keine Trauerfeier geben. Eine Beerdigung ist wahrscheinlich für später dieses Jahr vorgesehen. Anmerkung zur Akte. Ich bin früh am Hafen angekommen und habe immer noch ein paar Minuten, bevor die Postbüro fahrplanmäßig ankommen sollte. Deshalb dachte ich, ich schreibe schnell einige Anmerkungen, die die Nachrichten meines Todes betreffen, welche alarmierend, jedoch nicht wahr waren. Ich bin, stand 4:30 diesen Nachmittag, noch am Leben und war garantiert am Leben am Tag, als ich im Café Kafka mit meinem Nachmittagstee saß und meine Todesanzeige in der Zeitung las. Der Tagespedant war noch nie eine zuverlässige Zeitung, nicht als ich dort als Teil einer Undercover-Mission arbeitete, nicht als diese schreckliche Reporterin begann, über den Baudelaire-Fall zu schreiben und nicht als sie vor ein paar Tagen einen Dreiteilerverkauf in einem Laden bewarb, der, wie sie herausstellte, nichts außer indische Teppiche verkaufte. Im Gegensatz zu zuverlässigen Zeitungen, deren Artikel auf Fakten basieren, basieren die Artikel des Tagespedanten auf Innuendos, ein Wort, das hier bedeutet, Leuten, die bei Zeitungen anrufen und ihnen Dinge erzählen, die nicht zwangsläufig wahr sind. Die einzige Sache in meiner Todesanzeige, die sich als wahr herausstellte, war der letzte Satz, und in diesem Morgen hatte ich die eigentümliche Erfahrung, auf meine eigene Beerdigung zu gehen. Zu meinem Erstaunen tauchte eine ziemliche Menge zu dem Ereignis auf, hauptsächlich Leute, die die früheren Geschichten über mich im Tagespedanten geglaubt hatten und sicher sein wollten, dass ein berüchtigter Krimineller in der Tat tot war. Die Menge stand sehr leise da, schien Angst zu haben, sich zu bewegen oder zu atmen, als ob die Nachricht über ihren Tod auch in der Zeitung gedruckt wurde. Ich stand draußen, schirmte meinen Kopf unter einem Regenschirm ab, als mein Sarg in einem langen schwarzen Auto transportiert wurde, und das einzige Geräusch, das ich hören konnte, war das mechanische Klick von jemandem, der eine Kamera bediente. Manchmal, wenn du ein Buch liest, das dir sehr gefällt, denkst du so heftig über die Charaktere und die Geschichte nach, dass du vielleicht den Autor ganz vergisst, auch wenn er in ernster Gefahr ist und deine Hilfe sehr zu schätzen wüsste. Dasselbe kann passieren, wenn du auf ein Foto blickst. Du denkst vielleicht so heftig über das nach, was darauf zu sehen ist, dass du die Person hinter der Kamera ganz vergisst. Glücklicherweise passierte mir das nicht, und ich schaffte es, einen Blick auf die Person in der Menge zu erhaschen, die das Bild machte, das sich wahrscheinlich in dieser Akte befindet. Der Fotograf steht in der 7. Reihe der Menge, der 12. von der linken Seite. Wie du sehen kannst, versteckt die Person seine oder ihre Kamera hinter der 11. Person von links. Deshalb warte ich hier an diesem vernebelten Hafen um. Postbüro ist angekommen, deshalb werde ich aufhören zu schreiben und hefte diese Notizen mit meinem Brief zusammen, den ich vor so vielen Jahren an Professor Patton geschrieben habe, die Ungenauigkeiten meiner Geburt betreffend. Es macht mich traurig zu merken, dass mein gesamtes Leben, von der Wiege bis zur Bahre, voller Fehler ist, aber wenigstens wird das den Baudelaires nicht passieren. Von Lemony Snicket's Schreibtisch.
Dr. Charlie Patton, Hilfsprofessor Volksliedgebiet, Scriabin Institut für Musikgenauigkeit. Sehr geehrter Professor Patton, mit Erleichterung habe ich Ihren Brief über die Volksballade Der kleine Snicketwicht erhalten. Wie Sie wissen, ist es eine der bekanntesten Balladen der Region und ich habe es oft in Theatern, Gasthöfen und Lebensmittelgeschäften gehört, immer wenn ich dort war, meistens mit einem Akkordeon begleitet. Auch wenn die Melodie angenehm ist, ist das Lied keine angemessene Darstellung meiner Kindheit und ich begrüße die Gelegenheit, endlich die Ungenauigkeiten im Text zu berichtigen. Bitte entschuldigen Sie die Formlosigkeit meiner Antwort. Ich habe lediglich einige kurze Notizen zum Text, die Sie mir geschickt haben, geschrieben. Ich bereite mich gerade auf eine Hochzeit vor und habe deshalb keine Zeit für einen ausführlichen wissenschaftlichen Bericht, den ich normalerweise in Fällen wie diesen schreiben würde. Der kleine Snicketwicht. Strophe 1. Auf einer reizenden kleinen Rinderfarm mit einem ziemlich tödlichen See nebenan war eine sehr schwangere Frau und Jake, das war ihr Mann. In einer Villa zwar lebten sie weit von der Schurkenstraße nicht, doch es geschah, auf der Farm wird geboren der Snicketwicht. Die erste Ungenauigkeit ist in der allerersten Zeile. Ich wurde weder auf einer Rinderfarm geboren, noch war ich jemals dort. Dank der kleine Snicketwicht haben mich die Gerüchte um meine Geburt mein ganzes Leben verfolgt. Ich vermute, dass auch irgendwann in meiner Todesanzeige behauptet wird, dass ich auf einer Rinderfarm geboren wurde. Der Ort, an dem ich geboren wurde, war keine Rinderfarm. Als Beweis zeige ich Ihnen ein Foto des Ortes, wie man ihn über den ziemlich tödlichen See, der im Winter gefroren ist, hinweg sehen kann. Wie Sie vielleicht auf dem Foto erkennen können, hielt die fettarme Milchfarm mehr als 300 Kühe innerhalb ihrer Zäune, doch diese Tiere überließen nur ihre Milch, nicht ihr Leben. Es scheint nur ein kleiner Unterschied zu sein, aber nicht, wenn sie eine Kuh sind oder ein Kind, wie ich es war, das nicht nur auf einer Molkereifarm geboren wurde, einfach nur, weil meine Eltern zu genau falschen Zeit anhielten, um Knoblauchbutter zu kaufen, sondern auch mit den Käsern Freundschaft schloss, die auf dem Grundstück lebten. Diese Käser, deren Namen ich nicht offenbaren werde, blieben sehr enge Verbündete meiner gesamten Familie. Es ist sehr riskant, diese Informationen zu enthüllen, sogar einem Gelehrten wie Ihnen, doch als Teil meiner Arbeit mit den Helden dieser Ballade musste ich oft geheime Informationen überbringen, welche ich manchmal in Briefen verstecke, die mit »Notiz an Milch« beginnen. Wenn der Brief abgefangen wird, wird er als Molkereischriftverkehr abgewiesen oder mit einem Fragment einer Notiz an mich mit Schreibfehler verwechselt. Die verbleibenden Fehler im ersten Vers sind eher unbedeutend. Zu sagen, dass mein Vater Jake hieß, ist nicht wirklich wahr. Er wurde von allen Jacob genannt, außer von seinem langjährigen Bridge-Partner. Und wie Sie wahrscheinlich erraten können, die Zeile über die Schurkenstraße ist eine Erfindung. Die Schurkenstraße befindet sich eindeutig jenseits meiner Kindheit und der fettarmen Milchfarm. Ich denke, der Name Schurkenstraße wurde gewählt, um den Entführungscharakter des Refrains hervorzuheben. Refrain. Sie nahmen ihn, ja, sie nahmen ihn, sie nahmen ihn Mist ganz weit vor, sie nahmen ihn in der tiefen Nacht, der graue Mondschein oben dort. Sie nahmen ihn aus der Küche wie einen Mitternachtssnack, FF nahm ihn mit und er blieb für immer weg. Ich habe ohne Erfolg versucht, das Datum meiner Abreise aus einem guten Almanach herauszusuchen, doch ich konnte nicht überprüfen, ob der Mond tatsächlich grau war an diesem speziellen Abend. Ein Almanach ist meine einzige Möglichkeit, diese Behauptung zu bestätigen, da ich mich selbst nicht mehr erinnere. Ich wurde an meinen Knöcheln aus der Küche getragen, ich sah mit dem Kopf nach unten und konnte den Himmel nicht sehen, und die Fenster des Autos waren getönt, deshalb sah für mich absolut alles grau aus, als ich von zu Hause weggefahren wurde. Strophe 2. Er trank ganz viel Milch, war intelligent und belebt, seine Krippe war aus Silber, seine Windeln aus Seide gewebt. Beim Wachen Geschwister, die Eltern auch bei ihm ganz dicht, doch ob jemand anders wachte über den kleinen Snicketwicht. Ich mag wohl ein intelligentes, wenn auch nicht besonders belebtes Kind gewesen sein, und wie alle Kleinkinder, die nicht mit einer schlimmen Allergie gestraft sind, trank ich viel Milch. Doch die zweite Hälfte der ersten Hälfte der zweiten Strophe ist ausgemachter Unfug. Meine Eltern hätten mich nie in einer silbernen Krippe und Seidenwindeln verhätschelt. Anbei ist hier der Beleg. Dieses Foto wurde mir in dem Auto gegeben, als Beweis, dass die Passagiere in der Tat die ganze Zeit über mich wachten. Ich gebe es nun Ihnen. Die Frage, die für mich am wichtigsten scheint, kann niemals beantwortet werden. Ich fürchte, dass alle die Leute, die es wissen würden, entweder tot sind, sich irgendwo verstecken oder meine Feinde sind. Die Frage lautet, wer hat das gemacht?
Meine Mutter stellte dieselbe Frage, als sie an diesem schicksalhaften Tag nach Hause zurückkehrte und nicht drei junge Kinder auf sie warteten, sondern ein bekümmerter Ehemann und zwei halbvolle Tassen Tee. Sie nahmen ihn, ja, sie nahmen ihn, sie nahmen ihn in Milch ganz weit fort, sie nahmen ihn in der tiefen Nacht, der Mond schien oben dort. Sie nahmen ihn aus der Küche wie einen Mitternachtssnack, FF nahm ihn mit und er blieb für immer weg. Es hat mich immer geplagt, dass das Lied unterstellt, ich wäre genommen worden, während ich noch Windeln trug. Tatsächlich habe ich eine alternative Version der Ballade gehört, wie sie im Norden gespielt wird, in der der Text des Refrains folgendermaßen geht. Sie nahmen ihn aus der Küche, dann ließen sie fallen ihn. Er fiel auf den dunklen Boden und versuchte sich zu verziehen. Doch Liedtexte sind keine Beweise. Fotos sind es. Siehe Notiz am Ende des Kapitels. Ich war schon lange aus dem Krabbelalter heraus an dem fraglichen Tag. Wenn ich es finde, klebe ich ein Foto von mir in dem Alter, als ich genommen wurde, auf diese Seite. Wenn ich es nicht finde, klebe ich ein Foto von jemand anderem in mehr oder weniger demselben Alter ein. Weiter geht's mit Strophe 3. Strophe 3. Eines Abends hackte Jake das Holz, seine Frau war bei der Mühle schon. Die Geschwister tranken Tee, im Haus hörte man keinen Ton. Sie kamen durch die Fenster, nicht durch die Tür, so war es nicht. Ein schwarzes Auto parkte draußen für die Kleine zu Linkenwich. Das ist mehr oder weniger korrekt. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die sich immer wünschte, sie hätte ihre Ermittlungen um einen Tag verschoben, sodass sie an diesem Tag zu Hause gewesen wäre, um ihr Lebewohl zu sagen. Mein Bruder beharrt darauf, dass es ihm erlaubt war, seinen Tee auszutrinken nach meiner Abreise, doch dies wurde über die Jahre bestritten. Sie nahmen ihn, ja, sie nahmen ihn, sie nahmen ihn mit ganz weit fort, sie nahmen ihn in der tiefen Nacht, der Graumut schien oben dort. Sie nahmen ihn aus der Küche wie einen Mitternachtssnack, FF nahm ihn mit und er blieb für immer weg. Es fiel mir gerade auf, dass für immer vielleicht zu hart ausgedrückt ist. Eine akkurate Version des Refrains würde das Wort für mit dem Wort fast austauschen, obwohl das kaum so dramatisch klingen würde. Schließlich gibt es die Coda, ein Ausdruck, der bedeutet Strophe am Ende, die sie so verblüffend fanden. Coda. Wenn wir dich bei den Knöcheln packen, wo bald prangt unser Zeichen, wirst du schon bald edle Arbeit tun, auch wenn wir sie nicht mit Geld begleichen. Wenn wir fahren heimlich weg, ein Freiwilliger wird aus dir. Also schrei nicht, wenn wir dich nehmen, die Welt ist stille hier. Das ist komplett richtig. Die einzige Sache, die ich, denke ich, hinzufügen kann, ist, dass ich keinen Grund sehe, warum die gesamte Coda in Anführungszeichen steht. Ich hoffe, Sie finden diese Notizen hilfreich für Ihre eigene noble Arbeit. Mit vorzüglicher Hochachtung, Lemony Snicket. PS, die musikalische Partitur, die Sie beigefügt haben, ist komplett falsch. Die Melodie scheint eine bekannte Hymne über eine Schiffskatastrophe zu sein. Wenn möglich, werde ich die korrekte Musik aufnehmen und Ihnen eine Kopie auf Kassette schicken. PPS, ich denke nicht, dass ich Ihnen bei der anderen Ballade, die Sie erwähnt haben, helfen kann. Ich werde bei K nachfragen, aber ich erinnere mich an niemanden namens Old MacDonald auf der fettarme Milchfarm und ich denke nicht, dass Hi-Hi, Hi-Hi-Ho sich auf irgendeine geheime Organisation bezieht. Auf einer reizenden kleinen Rinderfarm mit einem ziemlich tödlichen See nebenan war eine sehr schwangere Frau und Jake, das war ihr Mann. In einer Villa zwar lebten sie weit von der Schurkenstraße nicht, doch es geschah, auf der Farm wird geboren, der Snicket wicht. Sie nahmen ihn, ja, sie nahmen ihn, sie nahmen ihn mit ganz weit vor, sie nahmen ihn in der tiefen Nacht, der graue Mondschein oben dort. Sie nahmen ihn aus der Küche wie einen Mitternachtssnack, FF nahm ihn mit und er blieb für immer weg. Er trank ganz viel Milch, war intelligent und belebt, seine Krippe war aus Silber, seine Windeln aus Seide gewebt. Bei ihm wachten die Geschwister, die Eltern auch, bei ihm ganz dicht, doch auch jemand anders wachte über den kleinen Snicket wicht.
ja, sie nahmen ihn, sie nahmen ihn mit ganz weit fort, sie nahmen ihn in der Tiefen nach der Raum und schien oben dort. Sie nahmen ihn aus der Küche wie einen Mitternachtssnack, FF nahm ihn mit und er blieb für immer weg. Eines Abends sagte Jake, das Holz, seine Frau war bei der Mühle schon, die Geschwister tranken Tee, im Haus hörte man keinen Ton. Kamen durch die Fenster, nicht durch die Tür, so war es nicht. Ein schwarzes Auto parkte draußen für die kleine Zwickgewicht. Sie nahmen ihn, ja, sie nahmen ihn mit ganz weit fort. Sie nahmen ihn in der Tiefen nach der Grauschen oben dort. Sie nahmen ihn aus der Küche wie einen Mitternachtssnack. FF nahm ihn mit und er blieb für immer weg. Knöcheln packen, wo bald prangt unser Zeichen, wirst du schon bald edle Arbeit tun, auch wenn wir sie nicht mit Geld begleichen. Denn wir fahren heimlich weg, ein Freiwilliger wird aus dir, also schrei nicht, wenn wir dich nehmen, die Welt ist stille hier.